Die uns bekannte Geschichte der Region beginnt in der Karbonzeit vor 300 Millionen Jahren. Unser Gebiet liegt in einer riesigen Küstenebene, die von einem weit verzweigten Flusssystem durchflossen wird. Aus dem Hinterland transportieren die Flüsse gewaltige Mengen Sand heran, der in der Ebene abgelagert wird. Weil die Flüsse ständig ihren Lauf verändern, wird der Sand mit der Zeit als Schicht über die ganze Ebene verteilt, manchmal durchsetzt von großflächigen Kiesbänken. Das Klima ist tropisch. Schließlich liegt Europa im Karbon noch auf Höhe des Äquators. So kann sich ein tropischer Sumpfwald entwickeln, grün und üppig, mit Farnen, Ginkgos, Bärlappgewächsen und Siegelbäumen. Doch die Landschaft ist immer im Wandel. Von Zeit zu Zeit steigt der Grundwasserspiegel an. Manchmal so weit, dass der ganze Waldboden überschwemmt wird. Dann lagert sich auch der feine Schlamm am Grund ab. Ton, der bisher noch von den Flüssen weit aufs Meer hinausgetragen wurde. Schließlich ertrinkt der Wald. Die Bäume sterben ab, stürzen ins flache Wasser und bilden mit allen anderen Pflanzen eine Schicht aus organischem Material. So entstehen in den tropischen Sümpfen und Mooren rund um Osnabrück mächtige Torfschichten. Später sinkt der Wasserspiegel. Wieder bahnen sich Flüsse den Weg durch die Ebene. Der Prozess beginnt von vorn. Was bleibt, ist eine Wechsellage von Sand, Ton und Pflanzenresten, die später zu Sandstein, Tonstein und Steinkohle werden sollen. In unserem Fall zu einer besonders energiereichen Steinkohle, die Anthrazit genannt wird.